In diesem Video soll es darum gehen, einmal zu zeigen, wie ein Gin hergestellt wird, wie der Prozessablauf ist, und zwar von A bis Z. Hallo, mein Name ist Viktor Svetlov und ich bin Mitbegründer der 5-Sinne Schwarzwaldbrennerei, wo wir eben unsere Spirituosen unter unserer eigenen Marke brennen, aber auch für andere Marken Lohn brennen. Und darüber hinaus unterstützen wir auch andere erfolgreich beim Aufbau ihrer eigenen Marke im Rahmen eines professionellen Coachings. So, wie wird eigentlich ein Gin hergestellt? Wo beginnen wir? Und zwar geht es hierbei schon los bei der Mazeration. Die Mazeration bedeutet einfach, dass wir hier mehrere Botanicals nehmen. Und zwar kann es eben sein, dass wir florale Botanicals nehmen oder zum Beispiel auch Früchte, Himbeeren, Johannisbeeren, Wurzeln wie die Angelika-Wurzel oder auch eben so Zitrusaromen. Und im Prinzip kann man in einem Gin wirklich alles tun, verwenden. Und das ist auch eben das Besondere an Gin. Da hat man eben seine ganz eigene Freiheit zu tun zu lassen, was man dann möchte. Wichtig aber, was man beachten muss, damit ein Gin auch als Gin gekennzeichnet werden darf. Und zwar muss mindestens 37,5% Alkoholvolumen haben. Und er muss diese typische Wacholdernote haben und auch Wacholder selber beinhalten. So, und wenn man dann eben seine Zutaten hat, wo man weiß, was man reinmachen möchte, dann geht es auch schon los, diese zu vermischen. Und zwar in eine Mischung zwischen Alkohol und Wasser. Die meisten nehmen dann eben einen fertigen Alkohol, was fertig gebrannt ist schon, denn beim Gin erzeugt man nicht Alkohol, sondern man nimmt schon einen fertigen Alkohol, macht die Zutaten da mit rein, also die Botanicals, und veredelt das Ganze. Also man produziert nicht wie beim Maischen Alkohol, sondern man nimmt meistens einen fertigen Alkohol. Und in dieser Mischung zwischen Alkohol und Wasser, ja, das ist unterschiedlich. Manche nehmen dann 50-50, andere nehmen einen höheren Anteil an Alkohol. Das kommt immer ganz drauf an, wie sehr man das selber möchte. Dann kommen die Botanicals rein in diese Mischung und das nennt man dann eben die Mazeration. Und in dieser Mazeration geht es einfach darum, dass diese Flüssigkeit, dieses Mazerat, eine gewisse Zeit ruht, damit sich diese Aromen von den ganzen Botanicals mit dem Alkohol vermischen und der Alkohol auch ein bisschen dabei hilft, die ganzen Aromen rauszuziehen aus den Botanicals. Und da ruht einfach das Mazerat eine gewisse Zeit lang. Manche lassen es einfach stehen über eine Woche oder zwei Wochen oder auch länger. Es gibt aber auch Hersteller, die beschleunigen diesen Prozess, indem sie Wärme dazugeben. Das heißt, sie erhitzen das Mazerat ganz leicht, damit sich die Aromen schneller durch Wärme schneller austauschen. Genau, und dann braucht es vielleicht nicht mehr eine Woche, sondern eben zwei, drei Tage, damit wirklich diese Aromen, die man noch haben möchte, gelöst sind. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu lange mazeriert, weil sonst kann es auch sein, dass dann die Aromen mit ausgetauscht werden, die man vielleicht nicht haben möchte. So, und dann kommt eben das Mazerat in die Brennblase der Destille rein. Das war aber noch nicht alles, denn man kann auch zusätzlich noch, um den Geschmack und die Aromen zu verstärken, einen Geistkorb in die Destille reinhängen, quasi über dem Mazerat. Und wenn es dann anfängt, so langsam zu verdampfen, die Flüssigkeit, der Alkohol, wenn er anfängt zu verdampfen, dann kämpft er sich quasi durch diesen Aromakorb durch und nimmt nochmal feine, ganz feine Noten mit. Und das merkt man dann eben auch in der Spirituose, wenn man dann riecht, dann kommen diese Botanicals, diese Aromen nochmal deutlicher heraus. Und was man noch dabei machen kann, was auch ganz cool ist, und zwar nicht jedes Botanical eignet sich fürs Mazerat. Denn es kann sein, dass sie dann, wenn sie Mazerat sind und eine gewisse Zeit eben lagern, dass sie dann einfach bitter schmecken. Wenn man aber trotzdem diese Aromen mit reinnehmen möchte, aber nicht dieses Bittere, dann kann man es quasi in den Geistkorb hineintun und dadurch kommen nochmal die ganzen schönen Noten durch, die man haben möchte, aber man beseitigt quasi diese Bitterstoffe und verhindert, dass sie dann eben mitkommen. Ja, im Prinzip, das Destillationsprozess ist so, dass dann ab einer gewissen Temperatur, das sind 74 Grad, verdampft dann der Alkohol, steigt auf
Und in der Destille kann man dann eben regeln, wie hochprozentig man am Ende das Resultat haben möchte. Also das Destillat, was dann rauskommt, wie hochprozentig das dann ist. Und was dann eben rauskommt, ist dann quasi das Destillat, meistens so um die 90%. Und es klingt zwar sehr viel, aber man kann im Prinzip auch ein bisschen dran nippen, auf dem Finger sich tun und probieren. Und sollte man eigentlich auch machen, als Brenner sollte man das auch machen, weil man eben da merkt, wie weit der Alkohol ist oder wie gut er gereift ist oder ob er genauso ist, wie man es auch geplant hatte oder auch die Male schon davor war. Denn es ist einfach so, es ist noch nicht verdünnt und dadurch hat man die komplette Vielfalt der Aromen wirklich 1:1 da. So, und nach dem Destillieren ist das Destillat ziemlich hochprozentig. Das heißt, wir müssen es herabsetzen. Das bedeutet einfach, dass wir es mit Wasser so verdünnen, dass wir es auf die gewünschte Volumenprozent bringen. Zum Beispiel 40 oder 45, wie man es eben haben möchte. So, und anschließend lässt man dann nach dem Vermischen das Gemisch ruhen. Ne? Man nennt es auch Veresterung, damit einfach das Ganze nochmal harmonischer ist. Und danach können wir eigentlich auch schon direkt filtern. Ne? Man kann sich so vorstellen, man nimmt einen Papierschichtenfilter, das ist ähnlich wie ein Kaffeefilter, nur nicht, dass man es von oben irgendwo die Flüssigkeit reinmacht und so langsam tröpfelt es dann durch. Nein, das macht man mit einem Papierschichtenfilter, da wird einfach mit Druck die Flüssigkeit durch diese Papierschichten gepresst und dadurch wird die Spirituose gefiltert. Manche Destillen oder Brennereien, die machen das so, dass sie die Flüssigkeit, also die Spirituose, so stark herabkühlen, dass dann die enthaltenen Öle, ne, also es gibt ja dann ätherische Öle quasi, die da mitkommen, und dass die ätherischen Öle anfangen zu flocken, wenn man sie stark runterkühlt. Ne, das wird meistens so auf dann 0 Grad runtergekühlt und dadurch flocken sie und können dann nicht mehr durch den Filter durch, sondern bleiben im Filter stecken. Und ja, das machen die meisten eben, um ein viel klareres Ergebnis zu haben. Das merkt man zum Beispiel ganz deutlich, wenn man einen Gin in den Kühlschrank stellt oder so ein bisschen in den Tiefkühler. Und wenn der dann irgendwann mal trüber wird, dann heißt es, dass hier noch viele Öle drin sind. Das heißt, es wurde nicht kalt filtriert, sondern halt eben unter Raumtemperatur und dadurch sind die ganzen Aromenöle mitgekommen. Ja, also wir machen das auch eben, dass wir es nicht kalt filtrieren, denn wir möchten, dass die ganz feinen Aromen, diese ätherischen Öle, ähnlich wie bei einem, wie beim Essen, dass man sagt, dass Fett ein Geschmacksträger ist, ist natürlich auch Öl ein Geschmacksträger, auch die ätherischen Öle. Und die wollen wir natürlich mithaben, da das Ganze natürlich auch aromatischer wird. Ne? So, und nachdem es eben gefiltert wurde, kann auch schon abgefüllt werden. Man nimmt eine Flasche oder die Flaschen, stellt sie unter den Abfüller, füllt ab, anschließend wird das Ganze dann verkorkt und obendrauf kommt noch eine Schrumpfkapsel. Und diese Schrumpfkapsel ist aus Kunststoff und wenn sie halt eben mit Wärme behandelt wird, dann fängt sie an zu schrumpfen und versiegelt dann quasi den Korken mit der Flasche. Und so kann eben auch nichts mehr dann entweichen. Genau. Und das macht man halt entweder mit einem Heißluftföhn oder wir haben zum Beispiel einen Schrumpftunnel, da wird das Ganze auf dem Förderband quasi durchgefahren und dort ist so heiß, so eine starke Hitze, dass dann eben der gleiche Prozess stattfindet. Anschließend wird dann auch schon etikettiert und im gleichen Prozess die Lotnummer aufgebracht und dann wird eigentlich verpackt und fertig ist die Spirituose. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch vielleicht Interesse hast, deine eigene Spirituosenmarke zu gründen oder du hast bereits schon eine, dann kontaktier doch gerne uns und wir können dann eben in einem unverbindlichen Telefonat einmal besprechen, ob wir dir irgendwie weiterhelfen können. Denn wir bieten eine Masterclass für alle an, die eben ihre eigene Spirituosenmarke gründen und damit auch durchstarten wollen. Ja? Und da wir selbst mehrere Marken aufgebaut haben und unsere Brennerei mehrere Mitarbeiter hat, können wir eben aus jahrelanger Erfahrung zeigen, wie du zu einer erfolgreichen Marke es schaffst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like freuen und ein Abo freuen. Und dann freuen wir uns auf das nächste Video. Vielen Dank.